So, heute möchte ich euch mal wieder was vorstellen, und zwar einen Roboterbausatz, einen neuen Bausatz, der gerade erst in den Handel gekommen ist. Das ist der Bausatz zum Nippo Burger, also ein frei programmierbarer Roboter, der auf dem Atmel beruht, wendet sich wohl vornehmlich an Schüler oder eben Leute, die einfach in die Elektronik bzw. Robotik einsteigen wollen. Ist relativ preiswert, kostet im Handel, glaube ich, im Augenblick etwa 79 Euro. Gibt es von verschiedenen, wird von verschiedenen Lieferanten angeboten. Am besten schaut ihr mal bei uns auf die Seite. Das ist www.mikrocontroller-elektronik.de. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Auf der Seite findet ihr immer einen aktuellen Preisvergleich von verschiedenen Händlern, so dass ihr eben das, falls ihr euch für das Gerät interessiert, eben den günstigsten Preis erwischt. Aber ich glaube, im Augenblick kostet er im Handel, glaube ich, ziemlich überall das Gleiche. Also ich packe das Gerät jetzt erstmal aus, damit ihr hier so ein bisschen was von dem Lieferumfang seht. Ich werde hier jetzt auch nicht allzu viel kommentieren, denn ich habe darüber schon einen Bericht geschrieben. Findet ihr ja, wie gesagt, auch auf der gleichnamigen Seite www.mikrocontrollerelektronik.de, und ich will hier ja nicht nochmal alles wiederholen. Ich werde daher ab und zu jetzt auch hier im Schnelllauf das Ganze zeigen. Ich will euch ja auch zeigen, wie das Ganze aufgebaut wird. Also wie gesagt, ab und zu werde ich das Video jetzt hier auch beschleunigen, denn es ist ja jetzt nicht ganz so interessant, hier die ganze Zeit während des Lötens zuzuschauen. Denn das Ganze dauert doch schon einige Stunden. Also ihr müsst hier mit einer Aufbauzeit rechnen. Ja, ich schätze mal, dass das im Schnitt zwischen 4 und 6 Stunden liegt. Auch ich habe da etwa 5 Stunden, schätze ich, gebraucht. Das dauert vornehmlich deshalb so lang, weil, sagen wir so, die Aufbauanleitung ist schon sehr, sehr gut. Die ist also wirklich sehr gut gelungen. Nur sie ist sehr stark in die Länge gezogen. Ihr müsst also da sehr viel drin blättern, und ihr könnt das deswegen wegen den vielen Seiten auch schlecht ausdrucken. Dann habt ihr das am Papierwulst da am Tisch liegen. Ihr müsst euch also beim Aufbau am möglichsten Notebook neben den Lötplatz stellen oder einen anderen PC, so dass ihr in dem PDF blättern könnt. Und da eben diese Aufbauanleitung wirklich sehr ausführlich ist, müsst ihr immer Stück für Stück vorblättern, und das zieht so ein bisschen die Aufbauzeit in die Länge. Also ansonsten, wenn das ein bisschen gestrafft gewesen wäre, hätte man das wahrscheinlich auch in 3 Stunden bauen können. Aber das ist ja nicht schlecht. Es ist ja Sinn der Sache hier, Sinn dieses Roboters, den Einsteiger in die Robotik einzuführen und auch die Bauteile zu zeigen und dergleichen. Und da macht es schon Sinn, dass die Anleitung sehr ausführlich ist. Und die fand ich also schon sehr gut. Das sind alles Farbkalibrierungskarten, die ihr jetzt hier zuletzt gesehen habt. Die werden nachher genutzt, um die Farberkennung. Der Roboter hat unten 3 Sensoren, um Farben zu erkennen, zu kalibrieren bzw. zu testen. Und jetzt geht es hier eigentlich schon los. Jetzt packen wir das Ganze aus und löten das Ganze zusammen. Die Teile sind teilweise in Tüten etwas vorsortiert, aber die Sortierung, die ist im Wesentlichen eigentlich nur nach Größe und Art der Bauteile vorgenommen worden. Also die hilft beim Zusammenbau nicht sonderlich. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, diese Teile, die Tüten auch gleich komplett ausschütten und habt dadurch eigentlich auch keinen Nachteil, da eben die Sortierung, wie gesagt, nicht sonderlich hilfreich bei der Bestückung ist. Das ist aber nicht tragisch. Die Bauteile sind also im Handbuch recht gut abgebildet, und ihr findet in der Regel auch recht schnell das
richtige Bauteil. Bei den Widerständen würde ich euch empfehlen, verwendet ein Ohmmeter. Also das ist einfach, es verhindert eben Verwechslungen. Also wenn ihr nach den Farbringen geht, man kann die Widerstände natürlich auch nach den Farbringen erkennen. Da ist also auch nochmal eine Karte dabei, damit ihr das dekodieren könnt. Aber bei den Farben, die sind teilweise Widerstände dabei, die sehr klein sind. Und da kann man sich bei den Farben doch schon mal vertun, insbesondere wenn ihr schon vielleicht ein paar Jahre auf dem Buckel habt und schon eine Brille tragt, dann wird das mit den Farbringen immer ein bisschen schwierig. Also viel schneller geht es eigentlich mit Ohmmeter. Das nutze ich eigentlich immer und da haltet ihr einfach mal schnell zwei Kontakte dran und dann wisst ihr, was das für ein Wert ist und da kommt ihr eigentlich ein bisschen schneller voran. Aber das nur so als Tipp, das wisst ihr ja sicherlich selbst. Wer schon mal so ein bisschen was in der Elektronik geschnuppert hat, der weiß das, da brauche ich das eigentlich gar nicht zu sagen. Wie ihr gesehen habt, werden die Teile eigentlich jetzt erstmal zertrennt. Die sind alle über Stege oder teilweise sind die über Schlitze verbunden und müssen auseinandergefriemelt werden. Das geht aber alles sehr leicht, habt ihr ja gesehen. Die Platinen sind im Übrigen wirklich sehr präzise gebaut und präzise gebohrt. Da muss ich schon sagen, das hat der Hersteller sehr gut gemacht. Das kann ich im Vornherein jetzt schon sagen. Ich habe es natürlich dann erst im Nachhinein erfahren, aber da passt wirklich alles. Und von der mechanischen Konstruktion, also von den Platinen untereinander, wie die verbunden werden und das Getriebe dann integriert wird, das ist also wirklich bei dem Roboter schon sehr, sehr gut gelungen. Also das ist nicht ganz so einfach. Bei Platinen kenne ich mich ein bisschen aus. Und die Platinen dann, dass die Platinen ineinander passen, so 100% exakt. Und beim Getriebe darf man ja auch nicht allzu viel Millimeter, 1 Millimeter oder 2 Millimeter daneben, dann funktioniert das mit dem Getriebe schon mal nicht richtig. Und das ist hier wirklich alles exakt gemacht. Und wenn ihr danach der Anleitung vorgeht, dann habt ihr auch keine Probleme bei dem Aufbau. Es gibt einige Probleme bei, Probleme ist zu viel gesagt, es gibt eine Verwechslungsgefahr bei den Zehnerdioden und den anderen Dioden, weil die gleiche Bauart haben. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Am besten geht ihr davor nach der Stückzahl, denn die Dioden sind ja an so einem Gurtband und wenn ihr das seht, es müssen so und so viele Dioden von dem und der Art bestückt werden, dann guckt ihr einfach, welcher Gurt dann diese Anzahl beinhaltet und dann wisst ihr, welcher Typ das ist. Denn ansonsten von der Bauart könnt ihr die eigentlich nicht unterscheiden. Ihr müsst dann auch mit dem Messgerät ran und da kann eben sehr schnell mal was verwechselt werden. Das andere ist, was noch leicht verwechselt werden kann, sind die Leuchtdioden und Fototransistoren, die ebenfalls teilweise in der Bauart sehr ähnlich aussehen, insbesondere die blaue Diode und die Infrarotdioden, aber auch die klaren Dioden. Da solltet ihr auch nach der Anzahl vorgehen und wirklich genau die Dokumentation lesen. Also es ist ungünstig, wenn ihr da jetzt versucht, Seiten zu überspringen, weil ihr euch vielleicht schon ein bisschen auskennt mit Bausätzen. Das ist hier nicht anzuraten, weil es sind doch eine ganze Reihe von Bauteilen. Und wenn ihr da zu schnell vorgeht oder nachlässig werdet, dann habt ihr nachher mehr Arbeit, als euch lieb ist. Denn ihr wisst ja selbst, wenn ihr mal was falsch eingelötet habt, dann ist das nicht so einfach zu korrigieren. Bestimmte, insbesondere wenn das Bauteil eben mehrere Beinchen hat, dann ist das richtig viel Arbeit, das Ding dann wieder rauszubekommen. Auch bei den Stiftleisten solltet ihr immer darauf achten, ob es auf der Oberseite oder Unterseite eingelötet wird. Auch da solltet ihr nicht ganz so schnell vorgehen, denn das sollte schon mit den Abbildungen in der Dokumentation übereinstimmen. Denn wenn ihr so eine Stiftleiste mal auf der falschen Seite eingelötet habt, ist das wirklich mühselig, das wieder rückgängig zu machen. So, dann noch ein Wort zur Technik. Also der
Nibu Burger, der setzt auf den Atmel-Controller Mega 16, AT Mega 16. Also die Robotnetz-User werden den kennen, viele andere werden ihn auch kennen. Ist ein sehr bekannter Controller, wird zum Beispiel eingesetzt in unserem Projekt RN Control. Das findet ihr oder wurde damals eingesetzt in unserem Projekt RN Control. Später wurde dann der Mega 32 eingesetzt. Das Projekt findet ihr übrigens auch auf unserer Seite mit Schaltplan, Layouts und so weiter unter mikrocontroller-elektronik.de. Ist also ein sehr bekannter Controller, können die meisten programmieren, kann man ja in Bascom programmieren, aber hier bei dem Roboter wird in erster Linie auf C gesetzt. Das heißt, es wird eine Library mitgeliefert und auch eine Library für die Arduino-Entwicklungsumgebung wird mitgeliefert, sodass man den Controller auf verschiedene Weise nachher programmieren kann. Ein Programmer, wie es normalerweise bei Atmel-Controllern notwendig ist, also zum ISP-Programmieren, ist hier nicht notwendig, da der Nibu Burger ein Bootloader integriert hat, also im Controller ist ein Bootloader und damit kann er über die USB-Schnittstelle programmiert werden. Das ist also ähnlich wie bei dem Arduino. Er braucht also nur über das USB-Kabel mit dem PC verbunden werden. Wer sich schon ein bisschen auskennt, dem kann ich sagen, als USB-Interface wird hier kein spezieller Chip eingesetzt, sondern ein Atmel Tiny Controller, der so programmiert ist, dass er eben die USB-Schnittstelle übernimmt. Die Lösung ist nicht ganz so gut, finde ich. Ein spezieller Controller hätte ich hier bevorzugt, weil es immer mit dieser Library ein bisschen Probleme gibt. Man kann also diese Library, die eben jetzt, man muss also einen Treiber installieren, damit diese USB-Schnittstelle unterstützt wird. Das ist ja nichts Besonderes. Nur dieser Treiber ist nicht signiert und der wird unter Windows 8 und unter Windows 10 nicht so einfach angenommen. Man kann dieses Problem aber lösen, denn unter Windows 8 und Windows 10 kann man diese Erkennung oder das Bestehen auf diese Signierung oder Zertifizierung auch abstellen. Das wird aber auch in der Dokumentation zum Nibu Burger ausführlich beschrieben, wie das geht. Da ist der Hersteller schon drauf eingegangen, so dass man dieses Problem auch lösen kann. Aber hätte man vielleicht auf einen anderen Chip gesetzt, der vielleicht ein paar Cent teurer gewesen wäre, hätte man diesen Umstand ersparen können. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, aber angesichts des Preises 79 Euro für die Platinen, also für den ganzen Bausatz, das ist schon okay. Das ist kein super günstiger Preis, es ist aber auch kein teurer Preis, es ist ein angemessener Preis, so würde ich es mal bezeichnen. Die Elektronik, wie gesagt, den Controller kennt ihr jetzt und an Sensoren hat er 9. Das sind alles Infrarotsensoren. Zwei Sensoren dienen der Drehzahlerkennung von den Rädern, damit der Roboter auch optimal geradeaus fahren kann bzw. auch gezielt navigieren kann. Das ist dann aber auch abhängig von der Programmierung, die er vornimmt. Und die anderen 7 Sensoren, das sind Infrarotsensoren, die ich hier gerade zusammenlöte, die dienen eben der Hinderniserkennung, beziehungsweise 5, muss ich jetzt nochmal gucken, stimmt's? 4. 4 dienen der Hinderniserkennung, die sind normalerweise vorne eingesteckt, die sind auf sogenannten Sensorpricks, so nennt sich das ja heute. Das sind also kleine Unterplatinen, die ihr hier seht, die ich hier zusammenlöte, die werden nachher auseinandergedrückt, sind hier noch zusammen an einer Platine, die werden nachher auseinandergemacht. Das sind also jede kleine Platine enthält praktisch einen Infrarotsensor. Und so ein Infrarotsensor besteht eben aus einem Fototransistor und einer Infrarot,
Diode. Es werden also hier keine modernen integrierten Entfernungssensoren eingesetzt. Das kann man wahrscheinlich auch bei diesem Preis nicht leisten. Also man hätte natürlich auf Ultraschall setzen oder diese beliebten Sharp-Sensoren setzen können. Aber da hätte man diesen günstigen Verkaufspreis nicht hinbekommen. Deswegen wird hier auf herkömmliche Bauelemente, die eben günstig zu bekommen sind, gesetzt. Man kann aber durchaus natürlich nachträglich den Roboter erweitern. Also da ist man ja keinen Beschränkungen auferlegt, denn es gibt ja noch freie Ports und auch, man kann ja auch die Entfernungssensoren herausziehen und durch andere ersetzen. Und da könnte man natürlich auch noch andere, modernere Sensoren einsetzen, um auch die Entfernung messen zu können. Also diese Sensoren, die hier vorhanden sind, können keine Entfernung messen, sie können praktisch nur ein Hindernis erkennen. Drei von diesen Bricks sind auf der Unterseite der Platine angebracht bzw. werden da eingesteckt und diese dienen dann der Farberkennung des Bodens. Das sind also drei LEDs, rot, grün und blau und eben drei Fototransistoren und durch diese Farben können auch wieder Farben erkannt werden. Das kann man natürlich nachher für die Programmierung beliebig nutzen. Man kann es eben zur Farberkennung nutzen, um eben festzustellen, was da für ein Untergrund ist. Oder man kann überhaupt erkennen, ob da ein Untergrund vorhanden ist und so vielleicht das Herunterfahren einer Treppenstufe vermeiden. Aber man kann, oder das Verfolgen einer Linie. Das ist dann alles euch überlassen, wie ihr das Ding programmiert. Und da gibt es sicherlich einige Ideen, die man da umsetzen kann. Der Nebo Burger wird eben auch mit einer CD oder DVD geliefert. Die habt ihr vorhin gesehen. Da ist eben dann die Software drauf, die ihr zum Programmieren braucht. Im Wesentlichen ist das eben diese Library und diese Library für die Arduino-Programmierer und eben einige Beispielprogramme und eben die PDFs für die Dokumentation. Es sind auch Schaltbilder und so weiter drauf. Wenn ihr euch da schon mal einen Überblick machen wollt über Schaltbild, Dokumentation und so weiter, findet ihr auch die ganzen Links auf unserer Webseite www.mikrocontrollerelektronik.de. Link ist auch unten in der YouTube-Beschreibung. Da habe ich auf der Seite, also in dem Beitrag, nochmal alle Links, die interessant sein könnten, auch zur Programmierung über die Arduino-IDE, aber auch die Anleitung und der Schaltplan und so weiter, da könnt ihr direkt da einsehen. Ansonsten ist, was ist noch zu sagen, Motoren habt ihr ja gesehen, werden zwei relativ kleine Motoren eingesetzt, also es ist kein bärenstarker Roboter, aber für den Betrieb reicht das durchaus aus, auch bei ähnlichen Robotern wie beispielsweise den Asuro oder so, werden ähnlich kleine Motoren eingesetzt. Das ist also nichts Neues, das ist bei dieser Bauart oder Größe von Roboter durchaus üblich. Interessant ist sicherlich noch zu erwähnen, dass es für diesen Roboter auch eine spezielle Webseite gibt. Der Hersteller hat da nochmal so eine Webseite eingerichtet, wo er eine Art Online-Compiler bereitstellt. Auch den Link findet ihr auf unserer Seite. Und da könnt ihr praktisch Beispiele, das sind schon einige Beispiele vorhanden, allerdings sind es im Augenblick noch sehr, sehr wenige. Erstaunlich wenige, fand ich. Aber ich denke, das werden mit der Zeit doch recht schnell mehr werden. Ihr könnt da Beispiele beispielsweise auswählen, aber auch eigenen Code auf dieser Webseite direkt eingeben und schreiben und könnt das direkt auf der Webseite kompilieren und könnt es praktisch per Knopfdruck eigentlich direkt in euren Roboter einprogrammieren. Das ist an sich ganz gut gedacht und funktioniert auch mehr oder weniger ganz gut. Bis auf eben dieses Problem mit den Treibern, wie gesagt, bei Windows 8 und 10. Ich habe das jetzt, weil ich bei mir die Treibersignierung nicht deaktivieren wollte, habe ich diese Treiber in einem virtuellen Rechner installiert. Und
habe eben das mit dem virtuellen Rechner gemacht. Das hat die meiste Zeit ganz gut funktioniert, aber ab und zu hat es da etwas gehakt. Ne? Aber hat eben den Vorteil, dass ihr nicht an eurem System rumhantieren müsst. Das ist also dann eine Geschmackssache. Wenn ihr natürlich ein Windows 7 noch habt oder ein XP oder Linux oder sowas, dann habt ihr dieses Problem ohnehin nicht. So, jetzt lasse ich euch aber erstmal hier alleine beim Aufbau. Ihr könnt hier noch ein bisschen zuschauen. Ich werde ein bisschen Musik einspielen und wie gesagt, Näheres über die Technik und auch ein paar Detailbilder und Informationen findet ihr einfach auf unserer Seite www.mikrocontroller-elektronik.de, da unter Produkttest oder Produktvorstellung Unterhaltungselektronik, glaube ich. Aber seht ihr, wenn ihr auf die Seite geht. So, und am Schluss melde ich mich noch mal kurz.
So, hier seht ihr, wie ich das Getriebe zusammenbastle. Das geht übrigens überraschend gut. Da empfehle ich euch allerdings nicht, wie hier abgebildet, beide Getriebe, also beide Seiten gleichzeitig aufzubauen. Das ist nachher ein bisschen unhandlich, denn ihr müsst das nachher kippen und dann löst sich die andere Seite wieder. Das ist sinnvoller, wenn ihr beide Seiten hier im Nachhinein aufbaut. Ansonsten geht das eigentlich recht gut und sitzt nachher auch fest. So, das wollte ich nur noch mal zwischendurch anmerken.
Wenn ihr euch wundert, warum ich die Sensoren hier erst eingesteckt und wieder dann herausgezogen habe, das liegt einfach daran, dass ich übersehen habe, dass diese ersten Testprogramme ohne die Sensoren ausgeführt werden sollen. Also ihr müsst den Roboter nicht programmieren, um jetzt ihn zu testen. Der Controller ist bereits mit einem Testprogramm vorprogrammiert, sodass ihr praktisch nach dem Aufbau den Roboter sofort testen könnt. Was die einzelnen Testprogramme jetzt machen, die testen jetzt die Sensoren, die testen die Motoren. Da werde ich jetzt hier nicht im Einzelnen drauf eingehen, könnt ihr auch auf unserer Seite im Testbericht lesen, beziehungsweise in dem dort verlinkten Anleitung, da steht es natürlich ganz genau drin.
So, wie ihr gesehen habt, hat alles funktioniert. Alle Tests hat der Roboter bestanden. Motoren, LEDs, Sensoren, alles hat korrekt funktioniert. Das spricht also schon für den Bausatz, denn es ist durchaus üblich, dass man beim Aufbau mal einen Fehler macht. Und wenn das auf Anhieb funktioniert, ist das in der Regel auch der guten Dokumentation zu verschulden. Hier seht ihr die Webseite, wo dann auch einige Tutorials bzw. einige Beispiele zu finden sind. Und da könnt ihr später dann auch das Programm kompilieren. Ich versuche das jetzt hier mal. Ich zeige mal, wie das Ganze geht. Ihr drückt einfach auf das Programm oder Beispiel und wählt dann die entsprechende Datei an. Und dann meldet sich der installierte Programmer normalerweise. Also hier muss ich die Datei nochmal speichern. Und spätestens, wenn ich jetzt die Datei öffne, dann meldet sich der Programmer und überträgt normalerweise das Programm direkt in den angeschlossenen Roboter, der mit USB verbunden ist. Also hier ist der Programmer. Leider funktioniert das hier nicht. Hier hat es gerade gehakt. Das ist wieder mal der Vorführeffekt. Aber das liegt vermutlich weniger an der Software oder Library oder an dem Programmer, sondern das liegt einfach daran, dass ich das Ganze jetzt hier in einem virtuellen Rechner probiert habe. Und da gibt es manchmal mit der Durchverbindung der USB-Schnittstelle so ein paar Probleme. Aber es hat auch da sehr oft funktioniert. Warum es jetzt gerade nicht funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Aber dass es mal funktioniert hat, kann ich euch beweisen. Ihr seht es ja hier, der Roboter nutzt jetzt dieses Beispielprogramm und weicht praktisch Hindernissen aus. Das macht also nicht das integrierte Testprogramm, sondern das ist dieses Beispielprogramm, was ich jetzt von dieser Tutorial-Seite geholt habe. Aber die Links dazu findet ihr auch, wie gesagt, alle auf unserer Seite www.mikrocontrollerelektronik.de. Ja, das ist eigentlich alles, was es hier zu sagen gibt. Auf andere könnt ihr nachlesen. Der Roboter ist jetzt von der Technik her sicherlich nicht der letzte Schrei. Das ist eine herkömmliche Atmel-Technik. Aber für den Einsteiger ist das also durchaus eine sehr gute Technik, um sich jetzt einfach mal mit diesen Robotern zu beschäftigen, auch so ein bisschen in die Programmierung einzusteigen oder vielleicht auch in die Arduino-Programmierung einzusteigen, denn die EDE finde ich immer noch etwas besser als dieses Portal, aber das ist jetzt Geschmackssache, ne? Muss jeder machen, wie er meint. Hier nochmal einen kurzen Blick in die PDF-Anleitung, die findet ihr, die ist also auch auf unserer Seite www.mikrocontrollerelektronik verlinkt. Und wenn ihr euch für den Roboter interessiert, auch einen aktuellen Preisvergleich größerer Shops findet ihr auf unserer Seite www.mikrocontrollerelektronik.de. Da könnt ihr also dann direkt zu dem Shop verlinken und es auch bestellen. Den Link auch nochmal in der YouTube-Beschreibung. Ja, das war die Vorstellung jetzt des Nippo Burger, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Der Bausatz war sauber verarbeitet, alle Teile waren vorhanden, es waren sogar ein paar Teile übrig, also es war, glaube ich, ein Zahnrad mehr und noch ein, zwei andere Teile, aber das kann schon mal passieren. Wichtig ist ja, dass kein Teil fehlt, denn das ist immer sehr nervig und das war hier nicht der Fall. Und das Schöne ist, es hat alles gepasst, auch bei dem Getriebe braucht man nicht sehr viel justieren. Wenn man das so zusammenlötet, wie das hier in der Dokumentation beschrieben ist, dann funktioniert das alles einwandfrei. Ja, das war es also von mir zu sagen und ich hoffe, ihr schaut mal auf die Webseite rein. Wenn ihr Kommentare hinterlasst, ist immer schön. Möglichst, Kommentar könnt ihr hier bei YouTube hinterlassen, aber schön wäre es auch, wenn ihr es im Blog hinterlasst, denn den lese ich öfters und da habe ich das dann etwas besser im Blick. Und wenn ihr Daumen hoch macht hier bei dem Video, ist das natürlich auch nicht schlecht. Und abonnieren ist auch nicht schlecht. Das ist eben die übliche Ansprache der YouTubers. Das kennt ihr ja. Also, bis dann mal wieder. Ciao.